Moin Leute, in diesem Video geht es um den Porsche 718 Cayman bzw. Boxster. Und es gibt viele negative Vorurteile zu diesem Auto und ich würde mal von euch gerne hören, was ihr von dem Wagen haltet. Also schreibt mir gerne mal Kommentare unten, was ihr dazu sagt. Und ich erzähle euch jetzt in diesem Video, was ich von dem Auto halte. Plus, dass ich euch einmal ausrechne, was der eigentlich monatlich kostet. Zusammen mit einer Leasingrate. Ich glaube nicht, dass ihr damit rechnen würdet, dass der so günstig zu leasen ist. Klar, es ist immer noch ein Porsche, der kostet immer noch einiges an Geld, aber es ist verhältnismäßig günstig und de facto der günstigste Porsche, den man bekommen kann. Fangen wir einmal ganz kurz an. Als Boxsterfahrer, ich kann davon Geschichten erzählen. Ich bin 4 Jahre lang Boxster gefahren, das war mein erster Porsche. Hört man halt auch mal so Sachen wie Frauenauto. Das ist grundsätzlich vom Begriff her schon mal einfach falsch. Was ist ein Frauenauto? Frauen sind genauso schnell auf der Straße, auf der Rennstrecke, wenn sie dann wollen. Und es ist auch einfach nicht so. Der Boxster und auch der Cayman haben Sachen, wo er dem 911er einfach überlegen ist. Er hat einen längeren Radstand, ist aber insgesamt kleiner, also ein bisschen schmaler, ein bisschen kürzer. Und fühlt sich auf der Rennstrecke wahnsinnig agil an. Ich kann das erzählen, weil ich mit dem 718 Cayman GTS in Malaga auf der Rennstrecke war. Und der Wagen hat mich da wirklich überrascht. Also die Bodenhaftung, der Grip, wie der aus den Kurven rauskommt, war wirklich überraschend und hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht, mit dem zu fahren. Was man auch nicht vergessen darf, der 718 hat einen Mittelmotor, während der 911er einen Heckmotor hat. Und das ist grundsätzlich vom Motorenkonzept wesentlich besser als ein Heckmotor. Der Heckmotor hat das Gewicht ganz hinten, liegt natürlich mehr auf der Hinterachse, aber schleudert den Wagen auch ein bisschen rum. Klar, der 911er ist die Legende unter den Autos und es ist nach wie vor ein unfassbar geiles Gefühl, mit diesem Auto zu fahren. Aber der 718 hat meiner Meinung nach einfach ein viel zu schlechtes Bild insgesamt. Klar, es ist der günstigste Porsche, den man bekommen kann. Und für mich war es auch immer ein Traum, vom Boxster zum Cayman zu wechseln. Aber heute würde ich, glaube ich, sagen, dass ich lieber mit einem 718 fahren würde, als mit einem 911er, weil der 718 sich wesentlich agiler anfühlt als der 911er. Also der 911er ist, wenn man so eine Skala hat zwischen Luxusauto und Sportauto, ist der 911er hier beim Luxusauto angesiedelt, während der 718 einfach ein Sportauto ist. Also fühlt sich mehr so an. Also ein Boxster ist auch einfach ein Roadster, mit dem man ganz entspannt cruisen kann. Aber insgesamt fühlt er sich sportlicher an. Und klar, beim 911er gibt es GT3, GT3 RS, GT2 RS. So, das sind nochmal die richtigen Raketen beim 911er, die auch wesentlich schneller natürlich sind als der Cayman. Aber grundsätzlich ein normaler 911er ist ein Luxusauto. So hat sich Porsche entwickelt und das ist ja auch der Erfolg dahinter. Also viele Menschen, die viel Geld haben, geben das Geld aus für ein Auto, was sportliche Züge hat, aber im Grunde fahren sie nie damit sportlich, sondern wollen einfach ein schnelles Auto haben, was aber auch wahnsinnig luxuriös ist. Und da steht im Kontrast so ein bisschen der 718, der Einstiegs-Porsche. Er ist der günstigste Porsche, den man bekommen kann. Aber Leute, die ganzen Vorurteile sind meiner Meinung nach falsch. Nur weil er günstig ist, ist er nicht schlecht. Ich habe es eingangs gesagt, ich bin 4 Jahre einen Boxster gefahren. Das war noch der 987, also die zweite Generation an Boxstern. Und ich habe dieses Auto geliebt. Also ich bin insgesamt, glaube ich, 40.000 Kilometer damit gefahren. Ein tolles Auto. Es war kein S, es war ein ganz normaler Boxster, weil ich einfach unbedingt ein Porsche haben wollte, ein Auto, was agil ist, was schnell ist und was sich schön fährt. Und was man dazu auch sagen muss, der Wertverlust von diesen Autos ist wahnsinnig stabil und gering. Ich habe tatsächlich in diesen 4 Jahren nur einen Wertverlust von knapp 22.000 Euro gehabt und ich hatte ihn gebraucht gekauft, also es war kein Neuwagen. Und das mit, ich weiß nicht, waren es 40.000, 50.000 Kilometer, ist relativ wertstabil. Das wollte ich euch einmal sagen und wo ich jetzt hier schon von Werten rede, lasst doch mal einmal rüberspringen zu dem, was der Wagen eigentlich monatlich kostet. Und da sind viele Parallelen zum 911er. Also zum Beispiel die Inspektion, die kleine Inspektion ist sogar ein Tick teurer beim 718, während die große Inspektion 100 Euro günstiger ist. Wir gucken jetzt aber einmal genau in die Zahlen. Also fangen wir auch gleich mal mit der Inspektion an. Und hier kostet die kleine, ich sage immer nur Bruttopreise,
973 Euro und die große 1449 Euro. Die muss alle 2 Jahre gemacht werden, beziehungsweise alle 30.000 Kilometer. Wir rechnen hier mit 15.000 Kilometer, die man im Jahr fährt. Das bedeutet also alle 2 Jahre eine Inspektion und es fängt an mit der kleinen, dann mit der großen, klein, groß und immer so weiter. Rechnet man das jetzt auf den Monat runter, kosten mich die Inspektion monatlich 50,47 €. Versicherung. Ich habe selber kein 718, deswegen habe ich mir im Internet ein paar Angebote rausgesucht. Und hier habe ich ein Angebot gefunden, wo die Kfz-Haftpflichtversicherung 478 Euro kostet und die Kaskoversicherung 1637 Euro. Bei einer Selbstbeteiligung von 500 Euro bei der Vollkasko und 150 bei der Teilkasko. Und das bedeutet, dass man im Jahr dann 907,69 € ausgibt, wenn man einen Beitragssatz von 46% bei der Kfz-Haftpflichtversicherung hat und 42% bei der Kaskoversicherung. Ich nehme diese Werte, weil ich genau so auch beim 911er gerechnet habe und wir dann einen Vergleich haben, weil das sind die Werte, die ich beim 911er habe. Also 907,69 € und das sind monatlich 75,64 €. Steuern ist nach wie vor immer noch das Kleinste, was man für das Auto zahlt, ist ein bisschen günstiger als beim 911er, 166 Euro im Jahr und 13,83 € im Monat. Also insgesamt zahlt man für diese Kosten, also Versicherung, Inspektion und Steuern, 140 Euro in etwa. Dann kommen wir mal zum Spritverbrauch. Bei 15.000 Kilometern, die man im Jahr fährt und einem, ja gut, offizielle Angabe 6,9 Liter hat der an Verbrauch. Das schraube ich mal hoch. Beim 911 haben wir gelernt, dass die offiziellen Angaben da weit von dem entfernt sind, was man tatsächlich schafft. Gehen wir mal von 10 Liter auf 100 Kilometer aus. Und Spritkosten von 1,80 Euro. Ja, das ist relativ viel. Ich nutze es jetzt aber weiter, weil ich das beim Lambo schon hatte und beim 911er. Rechnet damit, dass man noch das Auto ab und zu mal wäscht. Das geht dann von den Spritkosten da einmal runter. Dann landet man bei 225 Euro, die man da monatlich für Sprit ausgibt bei 15.000 Kilometern, die man im Jahr fährt. Reifen sind ein Tick günstiger, da sie ein bisschen schmaler sind. Ein Reifensatz für den Cayman bzw. Boxster kostet 1280 Euro. Allein die Reifen, Einbau liegt dann nochmal bei 160 Euro in etwa. Und wenn man alle 30.000 Kilometer, also alle 2 Jahre neue Reifen braucht, dann kostet das 60,03 € monatlich. So, jetzt haben wir alle Kosten zusammen und ich sage euch einmal den Gesamtpreis und danach kommt einmal die Leasingrate. Der Boxster bzw. Cayman, ob das jetzt der normale ist S oder GTS, ist eigentlich relativ identisch. Die Versicherung würde natürlich je nach Fahrzeugwert höher werden. Spritverbrauch beim S und GTS ein bisschen höher, aber sonst bleibt das auch relativ identisch. Und wir landen da bei 424,98 € monatlich. Es ist nach wie vor eine ganz schöne Stange Geld, die man da an Geld zahlen muss. Aber es ist auch günstiger als beim 911er. Beim 911er waren es noch, ich muss kurz nachgucken, 627 Euro. Also in etwa 200 Euro ist der 718 günstiger im Monat. Aber jetzt kommen wir zur Leasingrate und das ist sehr einzigartig aktuell. Das ist ein Angebot vom Porsche Zentrum Hamburg. Auch die Daten, die ich eben da euch genannt habe von Inspektionen und so weiter, habe ich vom Porsche Zentrum Hamburg bekommen. Das Leasingangebot, was ich euch jetzt nennen werde, das ist wahrscheinlich ziemlich einzigartig und würdet ihr wahrscheinlich momentan noch nirgendwo anders bekommen. Es gilt allerdings nur noch bis April, also so viel sei auch noch gesagt, beziehungsweise die Lieferung muss April sein. Das heißt, man muss sich da ein bisschen beeilen. Und die Berechnung für diese Leasingrate ist relativ simpel, und zwar 1% des Fahrzeugwertes ohne Anzahlung bei jährlich 10.000 Kilometern, die man fahren darf und nur 18 Monate, also kein 3-Jahres-Leasing, sondern nur 18 Monate, anderthalb Jahre. Also insgesamt kann man dann mit dem Wagen 15.000 Kilometer fahren. Man muss noch Bereitstellungs- und Zulassungskosten zahlen, das sind dann nochmal etwa 2.000 Euro. Aber wenn man jetzt mal von dem kompletten Basismodell des Caymans ausgeht, der startet bei 52.694 Euro, also ohne PDK, also handgeschaltet und ohne irgendwelche zusätzlichen Ausstattung, kein S-Modell, ganz normal, dann zahle ich hier 526,94 € logischerweise monatlich. Und jetzt muss man noch sagen, dass natürlich, weil es nur 18 Monate sind, die Inspektionen komplett wegfallen. Reifen werde ich niemals neu brauchen. Das heißt, das fällt von den Kosten, die ich davor genannt habe, auch einfach weg.
Es wird also nochmal einen Tick günstiger und so bekommt man einen Porsche für unter 1000 Euro im Monat. Was immer noch viel ist, ohne Frage, aber es ist trotzdem ein Porsche, wie ich eingangs gesagt habe, ein wirklich geiler Wagen. Das Angebot gilt nicht für GTS-Modelle, sondern nur für Normal und S. Und ja, ich habe das unten in der Beschreibung verlinkt, könnt ihr vielleicht mal reingucken, wenn ihr Bock habt. Das wollte ich euch nochmal mitteilen. Und wie gesagt, man ist bei unter 1000 Euro für einen Porsche, selbst wenn man noch ja, ein paar Sonderausstattungen letztendlich hat, weil ein bisschen Luft ist da. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war informativ und vielleicht überdenkt ihr dann nochmal irgendwie seine Meinung zum 718. Ich finde es ein geiles Auto und ich finde, es sieht auch ultra geil aus. Das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Klar, es ist der günstigste Porsche, den man bekommen hat, also der Basispreis des Caymans. Der ist nochmal 2000 Euro günstiger in etwa als der Boxster, der offen ist. Also der Macan ist, ich glaube, 4000 Euro in etwa teurer als der Cayman. Basispreis auch wieder. Aber ich finde es unfassbar geiles Auto. Gerade als ich auch in Malaga war, Dachwerk beim Boxster und dann einfach fahren. Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Und es ist wirklich ein geiler Roadster. So viel sei einmal gesagt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so war, lasst gerne ein Like da. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr immer wieder neue Stories sehen wollt. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.